Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind wieder in der Werkstatt. Heute ist der zweite Teil und hoffentlich der letzte. Wir hoffen, dass wir es heute fertig kriegen. Gestern haben wir noch die Karre geputzt, da habe ich ja gesagt, das erspare ich euch. Aber jetzt mal ehrlich, guckt euch die Karre an, wie sie glänzt. Wirklich, der Rahmen und Co. sieht aus wie neu, wirklich richtig schön. Und ist jetzt quasi als Skelett bereit, wieder zusammengeschraubt zu werden. Da freue ich mich jetzt schon, wenn man sich hier das ganze Gedöns anguckt. Zum Glück habe ich den Lukas dabei. Ich wäre total aufgeschmissen. Kein Thema. Und ja, der nächste Step ist jetzt, hier ist der alte Motor und da sind noch so ein paar Sachen dran hier. Kopfdichtung und so ein Kram. Und das müssen wir alles rüber machen auf den neuen Motor. Das heißt, wir werden den neuen genau daneben stellen und dann einfach Step by genau. Step also die Sachen rüber. Nicht Kopfdichtung, sondern Kopfkühlung. Da gibt es eine geregelte, dann immer die Drosselklappen. Also Kleinigkeiten, die an dem neuen Motor nicht dran sind. Die werden wir jetzt noch umschrauben, beziehungsweise natürlich auch vorher sauber machen. Das haben wir gestern nicht mehr geschafft. Und ja, let's go. Jetzt seht ihr hier nochmal den alten Motor und seht auch, wie der Pulverlöscher hier komplett reingewichst hat und alles zerstört. Guckt euch das mal an, die Schrauben hier. Also die sind Schrott, wirklich. Krass, wie so ein Pulverlöscher das Material angreift. Und ja, der kann jetzt raus in die Tonne. Und da ist der neue. Der ist schön sauber, schön clean. Wir haben hier alles schön sauber bekommen. Und der ist jetzt bereit, ins Motorrad gebracht zu werden. Und Lukas hat das so schön gesagt, das ist die Hochzeit. Und wir werden das genauso machen wie beim Ausbau. Das heißt, vorne das Rad nochmal ein bisschen heben, dann mit Holzblöcken drunter und Step by Step kleinere Holzblöcke, bis es hoch genug ist und wir die Querstreben hier reinsetzen können. Und ja, dann haben wir ein Moped, was wieder ungefähr fahren sollte. Aber wir haben hier noch ein, zwei Steckerchen, die wir auch noch alle irgendwie zusammensetzen müssen. Der junge Mann grinst schon, der freut sich wie Sau, hier jetzt ein bisschen zu puzzeln mit den Steckern. Ja, kleine Timelapse, wie wir den Motor reinmachen. Motor ist drin. Ihr habt es in der Timelapse gesehen. Wir haben noch ein bisschen Hilfe von dem Senior-Welker bekommen. Ne? Weil, also zu zweit hochheben, Motor ging, aber dann quasi den richtig hinbewegen, ohne den zu verkanten, um den quasi mit den Schrauben hier festzumachen, war echt schwer. Hat dann geklappt, ist drin und wir haben so die ersten Kabel schon mal angefangen festzumachen. Ich habe die Felge rausgemacht, die schon mal geputzt. Guckt euch das an. Wunderschön. Da kommen jetzt die anderen Reifen drauf. Hab aber jetzt gerade einen Anruf bekommen von Felix vom Motocrump und der hat gesagt, komm rüber, die Teile sind fertig. Wir machen gleich zu. Es ist jetzt gerade Samstag, 18 Uhr. Er bleibt jetzt extra noch ein bisschen länger da. Das heißt, Lukas, du machst ein bisschen weiter, damit wir heute noch fertig werden. Oder also morgen, aber innerhalb dieses Videos. Wir schrauben so lange, bis wir es hinkriegen. Die muss und heute noch laufen. Genau, die muss heute noch laufen. Und während Lukas hier ein bisschen weitermacht, fahre ich zum Motocrump und wir gucken uns die Teile an. Ich bin sehr gespannt, vor allem auch, was ihr zu dem Design sagt. Wieder beim Motocrump bei Felix angekommen. Und hier seht ihr schon, ohne viel drumherum, das aufgeklebte Design. Und ich muss sagen, ich hoffe, es kommt auf der Kamera so rüber, wie es in echt aussieht. Das sieht so wahnsinnig schön aus. Also dieses Türkis, dann mit dem Schwarz und dann den paar goldenen Akzenten. So geil. Vielleicht sieht man das auf der Kamera. Das Schwarz hat so noch ein paar kleine Punkte. Das liegt daran, dass das Luftkanäle sind und das geht noch raus. Ne, genau, Felix? Das zieht sich nach der Zeit noch raus. Du hast mir ja gerade noch ein paar Dateien geschickt. Die blende ich jetzt hier mal so ein, wie dann der Prozess aussieht, wenn das Design gedruckt wird und ausgeschnitten und dann so ein bisschen aufgeklebt. Damit ihr so ein bisschen mal einen Eindruck habt, was das alles an Arbeit ist. Aber ich muss sagen, ich bin mega happy. Das ist vielleicht sogar, ich will nicht zu viel sagen, aber eins der geilsten Designs bis jetzt. Wenn das dran ist an der Karre, das wird unglaublich geil aussehen. Ne? Ich hoffe, ihr feiert das auch. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir werden jetzt die Teile alle zusammenpacken, ins Auto räumen. Und dann geht's weiter zu Lukas. Und wir gucken mal, wie weit er mittlerweile gekommen ist. So, wieder zurück. Und wie weit ist er gekommen? Aha. Gar nicht mal so schlecht hier. So langsam wird's alles. So langsam wird's. Oh, geil. Vor allem das Teil. Wahnsinn, dass du das schon eingebaut hast.
Ich puzzle hier ein wenig. Ja, aber kommst du zurecht oder gibt es jetzt so wirklich Sachen, wo du denkst, boah, fuck, wie war das nochmal? Nö, das nicht. Also grundsätzlich hier erstmal alles klar. Unten drunter die Fuel Rail von der ersten Gruppe. Und so die zweite Fuel Rail jetzt am Montieren. Sprich, die zweite sitzt hier am Deckel. Können wir auch mal zeigen. So sehen Düsen aus. Das heißt, die werden elektronisch angetaktet. Hier ist Spritversorgung. Und hier werden sie quasi oberhalb der Trichter wird der Sprit eingespritzt und verwirbelt sich in der Luft. Geil. Genau. Und das haben wir halt unten nochmal in der Gruppe. Die muss auch eingebaut werden, das sieht man jetzt nicht mehr. Da war die Kamera zu weit weg. Ja, aber Design ist richtig geil. Das ist jetzt noch im Auto, weil das kommt wirklich ganz zum Schluss. Ne? Also da brauchen wir jetzt auch noch lange nicht anfangen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Hinterreifen. Den habe ich ja vorhin schon geputzt. Da ziehe ich jetzt mal den neuen drauf, wenn du da im Hintergrund ein bisschen weiter schraubst, oder? Ja, so machen wir es. Wir sind mittlerweile ein ganzes Stück weiter. Ihr habt in der Timelapse wahrscheinlich gesehen, dass Lukas hier die Verkabelung schon so gut wie fertig hat. Hier vorne liegt alles wieder richtig und ich habe währenddessen hinten den Reifen auf die Felge gezogen, die Felge geputzt. Guckt euch an, wie schön das aussieht. Und schon mal die ersten kleinen Dekorteile hier aufgeklebt. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es jetzt schon so bombastisch geil. Mensch, was machst du für einen Lärm da? Ich gehöre auch dazu. Sieht so geil aus, wirklich. Also das Türkis in Verbindung mit dem Schwarz, so ein bisschen Weiß und Gold. Unglaublich geil, wirklich. Absoluter Fan davon. Dann noch so ein bisschen Carbon und so. Wirklich sehr schön. Vorne natürlich auch. Habe ich schon fertig gemacht, geputzt, aufgezogen. Da warten wir jetzt aber. Wir sind jetzt gerade dabei, den Krümmer festzumachen, um dann den Cut dran zu machen. Und dann können wir schon Betriebsstoffe reinmachen. Ne? Öl, Kühlflüssigkeit. Und dann dauert es nicht mehr lange. Dann können wir den ersten Start versuchen. Ne? Ein paar Kleinigkeiten noch dran davon. Ja, genau. Aber nichts hält Regendes mehr. Das wird aufregend. Deswegen. Dranbleiben. Gleich ist soweit. Langsam kommen wir voran. Es ist mittlerweile 2 Uhr nachts. Wir sind den ganzen Tag dran. Ich bin so müde. Gestern schon wenig geschlafen. Egal. Hier ist der Tank. Der ist soweit fertig. Wir haben hier die Front. Die ist schon ein bisschen weiter. Und wir haben jetzt hinten auch schon am Heck so ein bisschen angefangen. Licht ist sogar auch schon da. Sehr schön, wir freuen uns. Und jetzt haben wir Batterie angeschlossen, Öl und Kühlmittel drin und können jetzt das erste Mal quasi so einen Kaltstart machen. Haben aber keinen Tank, also keinen Sprit. Das heißt, sie wird nicht angehen. Weil ich jetzt aber überhaupt nicht weiß, was uns erwartet, musst du nochmal kurz sagen, damit ich mich gleich freuen oder ärgern kann, was wollen wir denn jetzt, was passiert? Weil sie geht ja eh nicht an. Der Motor hat jetzt eine gewisse Standzeit hinter sich. Das heißt, wir haben noch kein Öl überall da, wo es sein muss. Sprich, Pleuellager an den Kolben. Es läuft alles sehr trocken und wir möchten quasi jetzt erstmal, bevor wir eine Zündung einleiten, dass wir ordentlich Öldruck haben und alles gut geschmiert ist und nichts passieren kann. Also passiert jetzt eigentlich quasi gar nichts. Sie fängt an zu drehen. Ja, also ich weiß, was passiert, aber kann jetzt irgendwas sein, was uns freut oder ärgert? Wenn er nicht dreht, haben wir ein Problem. Okay, dann hoffen wir mal, dass er dreht. So, es kann natürlich noch sein, dass er nicht dreht, wenn Tank drunter ist. Das müssen wir aber relativ schnell merken. Dann schaltet das Relais nicht. Junge, der dreht! Er dreht! Junge, Beat ist am Start. Kann man das jetzt eigentlich umstellen? Das stimmt ja gar nicht mehr. 4800 Kilometer. Das ist quasi 4800 Kilometer? Das ist mein letzter. Ja. 4000? Ich habe immer gesagt, ich habe schon 7000. Der ist vor 5000 Kilometer hochgegangen, Junge. Beste Leben, Yamaha, geiles Produkt. 4800 Kilometer, war viermal beim Service. Keine Kulanz, keine Garantie. Tu ich es halt. Geil, Alter. Machen wir halt selber, ne? Alter.
So, damit machen wir ein bisschen weiter und dann schrauben wir den Rest drauf. Also, Tank ist provisorisch schon mal drauf gemacht. Morgen müssen wir noch Bremsleitungen darunter machen und so. Aber wir gucken jetzt, ob sie anspringt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, wirklich. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Achso, wir haben keinen Inschalldämpfer drauf, es wird laut. Ah ja, ja. Soll ich einfach anmachen? Ich habe wirklich ein bisschen, ich meine das wirklich ernst, ne? Ich habe wirklich ein bisschen Herzklopfen. Soll ich weitermachen? Ist das so richtig? Ja, die zieht erstmal Sprit. Motorkontrollleuchte. Sprit ist drin, ne? Ja. Ich glaube, dass das zu wenig ist. Hast du was da zufällig, oder was? Klar, der Sprit um die Ecke. Was ist das für eine Frage? Was gibt's hier nicht? Hört sich nach Verdichtung an. Wir haben nur noch keine Zündung. Also nochmal das Gleiche, oder was? Normales geht von langsam kommen. Leider noch nicht. Oh. Das haben wir alles dran. Airbox haben wir dran. Oder sie will ausgelesen werden. Und es könnte ja noch sein, dass wir den Fehler noch haben von dem Motorplatzer. Dass die Fehler noch im Steuergerät liegen, weil das Steuergerät ist ja das gleiche. Ja. Und die deswegen sagt, nee, heute nicht. Nur überlegen. Sie dreht, das wundert mich. Normal müsste die jemand anders ersperren. Was? Die ist schon längst jetzt kommen. Oh. Das ist bitter. Das wäre schon mal schön gewesen.